Hallo meine lieben Abenteuerfans da draußen und herzlich willkommen hier zu einem Angezockt von Scheming Through the Zombie Apocalypse, The Beginning. Das hier ist ein Spiel, das mir angeboten worden ist, um es vorzustellen und das möchte ich gerne tun, denn es wirkt auf mich auf den ersten Blick ziemlich lustig. Wir erleben eine Zombie-Apokalypse, aber nicht so, wie man sie klassisch erlebt, sondern eher lustig, humorvoll, aus der Sicht von Tieren. Also, das ist eine Welt, die nicht von Menschen, sondern von Tieren bevölkert wird. Und bei denen wird es auch ganz schön drunter und drüber gehen, wie ihr hier jetzt gerade eben schon sehen könnt. Und das Ganze sozusagen in Form eines Abenteuerspiels. Und das Spiel könnt ihr auf Steam erwerben. Ich persönlich verdiene daran rein gar nichts. Es ist auch ziemlich günstig. Es kostet maximal 5 Euro. Der Nachteil ist, es ist leider komplett auf Englisch. Aber ich hatte den Eindruck, dass das Englisch nicht allzu schwer zu sein scheint. Und wir werden das Spiel uns einfach mal hier mal ein Stündchen angucken. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr mit dem Humor und mit der Art dieses Spieles was anfangen könnt. So, wir legen los. Start. Loading. Hank! Hank! Let me in! Also ich werde mal versuchen, es zu übersetzen. Lass mich rein! Es ist offen. Das ist Wahnsinn! Verdammter Wahnsinn da draußen! Was zum Teufel redest du denn da? Es ist das Ende der Welt! Sicher. Kannst du mir bitte ein Bier da drüben aus dem Kühlschrank geben? Hast du das echt noch nicht mitbekommen? Was denn? Willst du mich verarschen? Hast du echt diese ganzen Schüsse und die Schreie nicht gehört? Ich habe eigentlich gedacht, dass die Tiere da draußen einfach nur irgendwie was feiern. Mach die verdammten Nachrichten an, Alter! Meinetwegen. Wir sind live direkt an der Biberstraße. Es ist ein unglaubliches Chaos hier draußen. Tiere werden wahnsinnig und beißen einander. Kann uns irgendjemand erklären, was hier los ist? Ist das... Oh, jetzt kann ich entscheiden. Ich spiele das Spiel auch übrigens zum ersten Mal. ist das wirklich wahr oder... Oh, das ist irgendwie aufregend. Oh, komm, wir nehmen das hier. Bist du wahnsinnig? Das ist die echte Zombie-Apokalypse. Sie passiert genau jetzt. Okay. Was machen wir jetzt, Hank? Ich werde auf jeden Fall nicht nach draußen gehen. So viel ist sicher. Hast du die Cola mitgebracht, ne? Oh Mann, warum rede ich überhaupt mit dir? Aber ja, ich hab dir deine Cola. Okay. Dann kann ja die End of the World Party endlich anfangen. Lass mich nur erstmal ganz kurz ein paar Leute anrufen. Ah, so ein Dreck. Kein Empfang. Okay, scheiß auf den Plan. Lass uns irgendetwas Sinnvolles tun. Ich habe eine Idee. Okay. Das muss ich selber kurz mal lesen, ist zu lang. Wir schauen uns die gesamte meine gesamten Blu-Rays an, die irgendwas mit Zombie-Apokalypse zu tun haben. Um uns auf die Apokalypse vorzubereiten? Ja. Genau. Jetzt redest du wenigstens über etwas, was Sinn macht. warte. Was denn? Sollten wir uns nicht irgendwie mit Gütern versorgen? Entspann dich. Ich bin auf diese Situation vollkommen vorbereitet. Wir haben ein ganzes Jahr an Essen und Trinken verstaut. Nun geben wir uns etwas davon.
Oh, welchen Film denn? Alles klar. Austin Powers, The Night of the Living Dead oder Shaun of the Dead? Oh ja, Shaun of the Dead, das passt zu diesem Setting super. Sehr gute Wahl. So ein Dreck. Der Strom ist weg. Mach dir keine Sorgen. Das passiert manchmal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das in Kürze wieder reparieren werden. Wer soll denn das bitteschön reparieren? Oh, ja. Es ist ja die Zombie-Apokalypse. Ah. Fucking Cabbage? Cabbage, 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 das war doch. Das war doch der Dingens. Ach Gott, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Irgend so ein Gemüse. Also, verdammtes Gemüse. Ja. Was? 4 Monate später? Sie hatten Zeug für ein Jahr und es ist 4 Monate später. Oh Gott, sind die Runde geflext. Larry! Wach auf! Ich bin schon wach! Komm mal hier rüber. Da ist nochmal so ein Läufer. Oh shit, warte ganz kurz. Schau dir nur diesen Groovy Motherfucker an. Wo? Im Park. Das Pferd? Genau. Er ist bereits schon einem Dutzend Zombies ausgewichen. Wow, der Junge ist gut. Er könnte vielleicht das erste Tier sein, das es überlebt, durch den Park zu laufen. Die Tiere sind drauf, ey. Können wir. Care to make it. Wollen wir es vielleicht ein bisschen interessanter gestalten? Ich wette um 2 Lines Cola? Ich weiß, Lines, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Dosen. Ich weiß jetzt nicht, was eine Line auf Englisch mit Cola im Zusammenhang ist. Ich wette um 2 Cola-Dosen. Er stirbt, er schafft es. Er schafft es. Alles klar. Komm schon, Pferdchen. Das ist ein guter Junge. Oh. Pass auf die Zombies an der Ecke auf, du Idiot. Mach schon. Das wird sein Ende sein. Nein, Pferdchen. Oh, Scheiße. Er ist erledigt. Sie vergessen immer, dass es auch noch Ecken gibt. Warte mal. Wir haben nicht gesagt, was passiert, wenn er stirbt. Achso, wir haben nicht festgelegt, was ich bekomme, wenn er stirbt. Reden wir nicht drüber. Wir haben ohnehin keine Cola mehr. Und auch kein Essen. Und auch kein Klopapier. Ja, sieht fast so aus, ne? Verdammter Mist. Na gut. Dann gehst du einfach mal runter zum Laden und holst ein paar Sachen. Was? Warum ich? Weil wir all mein Essen aufgegessen haben. Also in den letzten 4 Monaten. Also mein Essen. verdammt, nein. Ich bin zu klein. Na und? Und ich bin groß. Du bist ein Hase. Du kannst einfach aus der Gefahrenzone raushoppeln. Ich bin 63 Jahre alt. Ich hopple nicht mehr. Ich bin 28 und. That's plenty for my lifestyle. Okay, das verstehe ich ehrlich gesagt jetzt gerade eben nicht ganz, was das meint. Gutes Argument. Gut. Das ist jetzt echt großartig. Weißt du was? Ich helfe dir dabei. Haben wir immer noch die Walkie-Talkies in meinem Van, also in meinem Lieferwagen? Ja, die Dinger waren ziemlich. Also keiner wollte sie kaufen. Gut, ich gehe kurz zum Lieferwagen.
Er parkt direkt draußen. Und dann führe ich dich quasi über das Dach mit den Ferngläsern und den Walkie-Talkies. Letzten Endes hat dein perverses Upgrade für dein Van auch mal einen sinnvollen Nutzen, hä? Du hast doch die ganzen Ladies damit beobachtet. Also viel mehr als ich. Ich habe lediglich geguckt, wie genau man mit diesem Fernglas zoomen kann. Genau. Genau. Jedes Mal, wenn wir im Lieferwagen waren. Jedes Mal. Okay. Was auch immer. Lass uns diesen Scheiß einfach hinter uns bringen. Also ihr seht, das Englisch ist eigentlich durchaus okay. So, es wird gespeichert. Okay. Oh, US, WASD. Hank? To move the binoculars, okay. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Das können wir uns mal umgucken. Ah, das ist der 24-Stunden-Store. Okay. Oh, fuck. Fühlst du dich wohl im Van? Ich kann mich nicht beschweren. Das ist das perverse Upgrade, alles klar. Mating Machine. Ich habe echt mal die alte Mating Machine echt vermisst. Ich habe in dem Ding ein paar echt gute Zeiten hinter mich gebracht. Ah, dank Gott, haben die ganzen Auf, hat der ganze Aufstand das Ding nicht zerstört. Okay. Ich fühle mich so langsam, aber sicher nicht mehr ganz so wohl hier. Schau dir nur das ganze Blut an. Es sieht ehrlich gesagt nicht ganz so sicher da drin aus. As far as I can. Yep, it's safe. Aber sind es, soweit ich es sagen kann. Was? Soweit du das sagen kannst? Do you want me to look through the walls? Genau, willst du, dass ich durch die Wände gucke oder was? Ja! Die Tür ist verschlossen. Wovon redest du verdammt nochmal? Sie ist zerbrochen. Willst du echt, dass ich mich jetzt hier durchquetsche und meine gesamte Haut dabei aufschlitze? Sei doch einfach vorsichtig. Ich hab mein Schlossknack, meine Schlossknack-Utensilien dabei. Du weißt schon, dass jetzt gerade eben nicht der beste Zeitpunkt ist, um anzugeben, oder? Nein. Ich bin. Ach, halt einfach die Klappe. Oh, ich muss. Oh, ich muss. Oh. Ah. Ah! Okay, das ist gar nicht so einfach. Ha, geschafft. Ha, geschafft. Okay, ich bin ziemlich beeindruckt. Du hast gerade eben tatsächlich eine zerbrochene Tür mit Schlösserknacken geöffnet. Wirst du jetzt endlich reingehen? Ich bin drin. Oh, Scheiße. Was ist los? Dieser Laden hier sieht schon ziemlich ausgeplündert aus. Es muss noch irgendwas da drin sein. Okay, ich schaue mich ein klein wenig um. Da sind ein paar Kisten Zigaretten. Oh, geil, die kann ich immer looten. Kann man alles handeln im Zweifelsfall. Und, ich glaube, das war's. Das war's? Warte, da ist noch eine andere Tür. Ja, dann guck mal, was da drin ist. Alter, ich weiß nicht.
Kannst du sehen, ob es da drin alles klar ist? Oh ja, it's clear. Ich sehe da halt gar nichts, ne? Das ist... Ich kann nicht wirklich da reingucken. Was? Das Fenster in den Raum ist mit irgendetwas verhängt. Ah, das ist natürlich wieder großartig. Du, ich wusste jetzt, dass du eine echt große Hilfe sein würdest. Ja. Ja, ja, schon gut, schon gut. Geh einfach rein. Ich kann das einfach nicht glauben. Okay, dann finde ich es eben selbst raus. Ist da drin alles klar? Du bist derjenige, der mir diese Antwort hier beantworten, diese Frage hier beantworten sollte. Wirst du jetzt endlich mal darüber hinwegkommen? Es ist ganz schön dunkel hier drin. Ich kann fast gar nichts sehen. Hallo? Irgendein Zombie hier drin? Wenn die zurück... wenn sie dir antworten können, dann sind wir ziemlich im Arsch. Hey, da ist eine... da ist eine Kühltruhe direkt neben der Tür. Und ich denke... Ich sehe das Fenster da drüben. Ja, ich kann das Fenster sehen. Kannst einfach mal den Vorhang darunter ziehen. Das könnte noch, es könnte noch mehr interessante Dinge geben, die du da drin looten kannst. Oh, Alter, ich weiß nicht. Was ist, wenn da irgendetwas im Dunkeln ist? Du bewusst. Sei nicht so ein Feigling. Entferne jetzt endlich dieses blöde, diesen blöden Vorhang. Ach, halt's Maul! Glaubst du nicht, Glaubst du nicht, wenn da wirklich ein Zombie drin wäre, hätte er dich nicht schon längst angegriffen? Ich hab mich gerade gewundert, weil der Satz nicht vollständig war. Ich weiß nicht. Okay, alles klar. Ich riskiere mein gesamtes Leben einfach nur, um so einen blöden Vorhang zu entfernen. Ich glaube, ich kann dich sehen. Ist alles okay? Larry? Ja. Stop messing around. Hör auf mit dem Scheiß, genau, sage ich jetzt einmal. Und hör auf mit dem Scheiß und entferne jetzt endlich diesen Vorhang. Was ist, wenn ich ihn entferne und mich dann sofort was anspringt? Jetzt mach endlich das Ding weg. Okay, okay, ich werde ihn jetzt entfernen. Ah! Was ist los bei dir? Nichts. alles ist gut, wenn ich ehrlich bin. Du hast ganz schön einen an der Klatsche, weißt du das? Ach, halt's Maul. Ich würde gerne sehen, wie du das hier handeln würdest, wenn du an meiner Stelle wärst. Okay, gibt's da drin noch irgendetwas, was du plündern kannst? Ja. Ich sehe Snacks. Bag of Chips und Chocolate Bar. Das hilft immer ein bisschen. Das war's. Ich gehe mal wieder zu diesem Kühlschrank. Ah, verdammt. Er ist mit einer Kette verschlossen. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um deine Schlösserknacken-Skills mal vorzuführen. Keine Chance. Es ist eins von diesen winzigen, fragwürdigen Schlössern. Dann find irgendetwas, mit dem du es aufbrechen kannst. Oh, ich sehe da drüben ein Rohr. Ich werde es einfach als Hebel verwenden. Ah!
Mach schon! Keine Chance. Es ist einfach zu stark. Da höre ich doch irgendwas. Oh, Junge, Junge. Was? Okay, Larry. Die Antwort ist wirklich ein... Das wirst du jetzt nicht mögen. Oder einfach ignorieren. Find einfach eine andere... Ich habe gerade eben eine weitere Verwendungsmöglichkeit für dein Rohr gefunden. Ich nehme das da. Ich habe gerade eben eine weitere Verwendungsmöglichkeit für dein Rohr gefunden. Wovon redest du? Da ist ein Zombie, der direkt auf das Gebäude zukommt. Was? Bist du dir sicher? Jep, er ist gerade eben reingekommen. Oh, Scheiße. Ich kann ihn hören. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Das ist alles deine Schuld. Du und dein blödes Essen. Okay, ich sag dir jetzt mal was. Was denn? Oh, you have to fight or try breaking the bars on the window. Das würde aber, glaube ich, extrem Lärm machen. Ach komm, wir machen das mal. Okay, das ist clever. Mach schon. Scheiße. Ich habe keine Chance, die Dinger hier aufzubrechen. Also, zerbrich sie mit dem Rohr, oder? Squeeze through them, genau. Ich probiere es nochmal. Also, er soll es noch weiter versuchen. Okay. Ich versuche es. Beeil dich. Oh, Scheiße. Er kommt direkt auf dich zu. Mach's jetzt endlich. Ich kann nicht. Fuck! Stop! Jetzt haut er ihn. Was? Der sagt was? Au! Hör auf! Nimm's runter! Larry, hör auf! Gib mir das! Au! Sauber zurück. Er hat mich gebissen. Hank, ich bin erledigt. Was zum Fick machst du hier, du blöder Idiot? Der hat ganz schön einen abgekriegt. Du bist gar kein Zombie? Sehe ich vielleicht wie ein Zombie aus? Oh. Das kann ich ihm antworten lassen. Ach, warte mal, da oben. Ah. Das sind die ganzen ja, oder... Abso-freaking-lutely. More than real Zombies. Ja, genau. Ja, du siehst echt aus wie die echten Zombies. Du hast meine Whiskyflasche auf den Boden gehauen. Du kannst froh sein... Dass es nicht zerbrochen ist. Arschloch. Was zum Teufel? Was zum Teufel ist falsch mit dir, Parrot? Ich weiß nicht, was Parrot heißt. Hörst du dir überhaupt selbst zu? Wer ist das? Das ist mein Guide, also mein... Der mich anleitet. Ja, er ist derjenige, der gesagt hat, du wärst ein Zombie. Du hast einen echt beschissenen Typen, der dich anleitet. Du klingst
Ja, das ist jetzt schwer zu übersetzen, weil ich das vorher schon ein bisschen blöd übersetzt habe. Du klingst auch nicht viel besser. Warum? Warum? Weil ich grün bin? Weil du total im Arsch bist. Who walks like that? Who makes sounds? Wer macht schon solche Geräusche? Ich mache Geräusche? Ich mache Geräusche, wie ich will, Schlampe. So, was macht ihr überhaupt? Uns umsehen, plündern und so. Ich hab's nicht hinbekommen, hier diesen Kühlschrank hier aufzumachen, als du reingestolpert bist. Da sieht so aus, als ob da irgendwie Schnaps drin sein könnte. Ich sag dir jetzt mal was. Wenn ich das Ding für dich aufmache, teilen wir 50-50, was drin ist. 50-50? Ich hab's zuerst gefunden. Das ist mein Kühlschrank. Aber du kannst ihn nicht öffnen. Und du kannst es etwa? Ja, kann ich. Zum Teufel kannst du das. Aber wenn du... Aber vielleicht ist es ja ein Wunder, dass du das hinbekommst. Also vielleicht kannst du auf wundersame Weise diese Kette brechen. Ich könnte dir... Also, wenn er das hinbekommt, könnt ihr bekommen, half of the what's inside, one third of the what's inside, one fourth, ich würde mal sagen, ein Drittel. Das ist fair, das immer. Nein, ich will die Hälfte. Mark, ach komm schon. Ein Drittel ist doch mehr als genug. Du kannst nicht mehr so viel tragen, oder? Du brauchst nicht mehr, du brauchst doch gar nicht mehr. Ich sag mal, du kannst doch gar nicht so viel tragen. Und du vielleicht? Ich muss es nur 2 Minuten lang tragen, bis ich wieder in meinem Apartment bin. Also gut. Ein Drittel wird mir reichen. Der hat bestimmt einen Schlüssel oder so. Aber wegen des Schlüsselgeräusches. Tada! Was? Du hattest den Schlüssel? Wo hast du den Schlüssel gefunden? Er lag direkt hier auf dem Boden. Toll gemacht, Larry. Vor lauter Angst hat er den Schlüssel nicht gesehen. Wie sollte ich denn diesen winzig kleinen Schlüssel hier in diesem Chaos finden? Ein betrunkener Zombie-Idiot hat ihn gefunden. Ich tue es einfach mal als Parrot, als Idiot übersetzen, weil das passt so wunderschön in den Kontext jetzt hier. Hey, deine Mutter ist ein Zombie. Das ist durchaus möglich. Weißt du was? Das ist alles scheiße. Ich hab dir gesagt, dass du etwas abbekommst, wenn du die Kette zerbrichst. Du hast betrogen. Hör mal zu, Hündchen. Ich hab meinen Job erledigt. Also erfüllst du deinen Teil der Abmachung besser auch. Das ist totale Scheiße. Zwing mich nicht dazu, dieses Rohr noch einmal zu verwenden. Hat sie nämlich weggenommen. Ach, zum Teufel. Hier, such dir aus, was du willst. Oh, geil. Oh, Likör? Wodka? Cola? Bottle of Soda? 3P, oh, das sind die Values. Oh, die haben Values? Ich nehme hier natürlich das Zeug hier. Oh. Ich darf das also gar nicht alles nehmen. Das hängt vom Wert ab, was ich hier nehmen kann. Mehr darf ich nicht nehmen.
Der Gesamtwert ist entscheidend. Ja, gut. Betrügt mich hier um mein Plündergut. Ich hätte mehr nehmen sollen. Du hast meinen Flügel verletzt mit deinem blöden Rohr. Dir geht's doch gut. Da kommt gerade eben ein ziemlich großer Truck angefahren. Das kann nichts Gutes bedeuten. Oh. Hey, hey, Zombie-Karl. Moment, Stimme tiefer. Was machst du denn auf dieser Seite der Stadt? Aha. Die denken auch, dass du wie ein Zombie aussiehst. Nein. Die denken auch, dass du ein Zombie bist. Nein, nein, die nennen mich Zombie, weil... Weil ich so cool wie einer bin. Okay. Oder vielleicht, weil ich ein Zombie-Killer bin. Wartet. Warum nennt der Typ mich so? Macht das einen Unterschied? Die kriegen ja echt Angst vor dem Kleinen, ey, so wie es aussieht. Was ist das für ein Köter, mit dem du da abhängst? Schön, dass du fragst. Der Junge hat versucht, mich zu verarschen. Ja, ich muss vielleicht auch nicht... Ich sollte vielleicht auch noch... Ich muss auch noch... Also, beziehungsweise... Not to mention. Das heißt dann in dem Fall, glaube ich. Ganz nebenbei erwähnt. Hat er auch noch versucht, mich umzubringen. Nur wenige Momente zuvor. Stimmt das? Watcha have on you, boy? Ich übersetze jetzt einfach mal, was geht mit dir, Junge? Hä? Oh, komm schon, Alter. Ich brauch das Zeug. Du brauchst es also mehr als unser guter Freund Karl hier? Also willst du ihn bestehlen? Nein, es ist nicht so. Es ist nur... Larry, lass mich mit denen reden. Was zum... Hallo? So, müssen wir uns denn nicht hin... Ah, warte mal, wir hatten einen Deal mit ihm, genau. Wir hatten einen Deal mit diesem Zombie-Trottel. Das geht euch eigentlich überhaupt nichts an, aber... Wer ist dieser Idiot? Das ist der Typ, der... dem Hündchen gesagt hat, er soll mich verprügeln. Okay, das war's also. Gib das gesamte Plündergut her. The parrot is blowing this way out of proportion. Genau, also, ich nehme das linke quasi. Parrot. Ist das nicht der Papagei oder sowas? Kann das sein, dass Parrot Papagei heißt? Kann auch gut sein. Ich nenne es jetzt mal Papagei. Der Papagei reißt das Ganze hier aus dem Zusammenhang. Entweder du gibst uns den gesamten Loot jetzt, sofort, oder wir brechen dir alle Knochen und nehmen es dann. Psst, Larry, hör zu! Warum flüsterst du? Renn einfach weg! Was? Bist du wahnsinnig? Was ist da los? Nichts. Blödes Walkie-Dalkie, Breakdown, I'm counting my loot, warte mal, genau. Blödes Walkie-Dalkie ist kaputt gegangen, Das mache ich nicht. Die könnten mich erwischen. Ich bin für seit Monaten nicht mehr rumgelaufen. Wie soll ich denn jetzt hier davonlaufen? Das sind Bullen. Die sind groß und langsam. Renn einfach in irgendeines dieser Gebäude da drüben.
Was könntest du denn, was sollst du denn sonst machen? Willst du einfach nur hier rumstehen, wie ein Feigling, und dich ausrauben lassen? Ah, verpiss dich, Hank. Komm schon. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ich weiß es nicht. Okay, ja. Wir rennen weg. Okay, scheiß drauf, ich mach es. Ja, tu es. Er rennt da weg. Der eine rennt hinterher. Oh. Au, blaues Auge. Netter Versuch, Hündchen. Larry, ich kann's einfach nicht glauben. Wegrennen ist niemals die Antwort. Was? Das verarscht mich auch. Das war deine Scheißidee. Das ist alles seine Schuld. Bitte, bring mich nicht um. Okay, wie wär's damit? Jetzt können wir wieder ein Angebot machen. Oh, scheiße. Wir versuchen mal mit 40%. 40% des Loots und alles ist gut. Und niemand, also... Und dann können wir uns wieder ins Gesicht gucken. Und es gibt überhaupt keinen Beef zwischen uns. Ich verspreche es. Hat er gerade eben ernsthaft Rindfleisch gesagt? Kein Beef? Kein Rindfleisch zwischen uns? Oh Mann, ich wusste, dass es nicht so bleiben würde. Wie auch immer das gemeint ist. Mir war nicht ganz klar, dass ich, vergesst es einfach. ihr habt schon verstanden, was ich versucht habe zu sagen. Du hast gerade eben deinem Freund eine unglaubliche Tracht Prügel ausgehandelt, lustiger Typ. Barney. Eine Sekunde. Psst, psst. Was geht da vor? I really didn't mean anything by it. Weiß ich nicht, was er heißt. Er will wahrscheinlich, glaube ich, irgendwie sowas sagen, wie von wegen, ich wollte echt niemandem Böses, irgendwie mit dem, was ich gesagt habe. Bist du wahnsinnig, Idiot? Du wirst mich doch umbringen! Über was reden Sie denn? Woher soll ich denn das wissen? Okay. Das, was uns angeboten hast, ist in Ordnung. Gib's einfach her. Echt? Ja. Beeil dich. Und ihr lasst mich dann gehen? Ja, genau, ich frage einfach mal. Eine Sekunde. Nein, nein. Vergiss das mit der Sekunde des Nachdenkens. Wer braucht schon eine Sekunde nachzudenken? Ja, er hat recht, vergessen wir es einfach. Zweite Gedanken sind was für Nerds. Gib einfach den verdammten Loot her. Oh Gott, ich muss 26 hergeben. Eins kostet das 6. Ich gebe mal die ganzen Zigaretten her. Bringt's ja wohl echt nicht. Schokoriegel. Was? Warum ist es jetzt nur noch eins wert? Fuck. Wir haben gleich gar nichts mehr. Ich seh's kommen. Oh Mann. Na also. Nun verschwinde, du kleiner, dreckiger Köter. Und sag deinem Kumpel, dass die Zombie-Apokalypse keine Ausrede ist, um in Hasssprache zu verfallen. Okay. Tja, wird wieder gespeichert. Hank? Wo bist du? Hank? Warte mal. Ich bin hier. Wow.
Junge, Junge, hat der dir eine reingehauen? Das ist mir klar, ich war anwesend. Das hätte echt nicht schlimmer laufen können. Du wirst es morgen schon besser machen. Verdammt, nein! Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ja, wem sagst du das? Ich hätte echt besser mit diesen Bullen verhandeln sollen. Ich bin ein professioneller Weltklasse-Verkäufer für Cabbage Sake. Was war nochmal Cabbage Sake? Das ist echt doof, dass ich dieses Cabbage nicht weiß. Cabbage, Cabbage, Cabbage. Was war Cabbage? Wisst ihr was? Ich google das kurz mal nebenbei. Was ist Cabbage? Cabbage. Kabage. Ah, einfach nur grüner Salat. Salatköpfe. Jetzt wissen wir das. Er ist ein Weltklasse-Verkäufer für Salatköpfe. Du warst ein professioneller Verkäufer vor 20 Jahren. Ich bin immer noch einer. Zum Teufel bist du das. Du hast mich beinahe da draußen umgebracht. Übrigens, ich habe das hier gefunden. Was ist das? Mein altes Verkäufer-Notebook. Also nicht das, was man computertechnisch verwendet, sondern sein Notizbuch. Genau, mein altes Verkäufer-Notizbuch. Ich habe da alle meine großartigen Taktiken niedergeschrieben. Es ist vollgeladen mit mächtigen Prinzipien der Manipulation. Das hat mich zum Millionär gemacht, Larry. Du willst also ernsthaft wieder zurückgehen, um Lebensversicherungen zu verkaufen? Ich dachte, er würde Cabbage verkaufen. Keine Ahnung. Das ist eine Schande, was das hohe Alter mit Tieren macht. Nein, ich werde... Was zum Teufel? Diese Motherfucker sind dir gefolgt? Ist das dein Rassistenkumpel? ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Nein. Okay, fuck auf Moment. Genau, das ist der harte Typ, ey. Geh zum Teufel, verpiss dich aus meinem Haus. Schäm dich, Häschen. Zu diesen Tagen und deinem Alter. Wir müssen diesem kleinen Tierchen wohl den Mund mit Seife auswaschen. You know who disagrees about the tiny part? Ich hab dann... Okay, wir können sie eigentlich nur provozieren. Wie geil ist das? Ich versuch's aber mit Hammer oder so quasi. Wisst ihr was? Ich bin nicht mit... who disagrees about the tiny part? You know who disagrees about the tiny part? Verstehe ich nicht, dann nehme ich lieber das andere. Dann provoziere ich sie halt richtig hardcore. Ich habe deine Mutter letzte Nacht mit Seife gewaschen. Hank, hörst du bitte auf? Übrigens, Barney, lass uns mal schauen, was wir hier alles haben. Essen, Medizin, Appliances... Ich weiß nicht, was mit Appliance jetzt exakt gemeint ist. Anwendbares? Keine Ahnung. Verbrauchsgegenstände vielleicht. Schau dir das mal an. Hast du das gefunden? Was? Ja, dieser Ofen hier, fits the bill. Keine Ahnung, was mit fits the bill gemeint ist. Also es passt irgendwie. Bezahlt die Rechnung, keine Ahnung. Passt du die Faust aufs Auge vielleicht? Betreibt ihr irgendwie eine Suppenküche oder sowas, oder? Ihr kommt also hier rein, um meinen Ofen zu klauen? Genau das sage ich. Wir erzählen dir Rassisten-Bastard. Wir erteilen dir Rassisten-Bastard hier heute mal eine Lehre. Wir nehmen alles, was du hast. Oh Gott, diese blöden Bullen, ey.
Bro, würdest du mir ganz, ganz kurz mal mit dem Ding hier helfen? Natürlich. Oh Gott. Schau dir das mal an, Larry. Das ist eine ganze Liste von Sachen, die sammeln wollen. Für irgend so eine Plündergemeinschaft. Echt jetzt? Gib mir das mal her. Warte. Es gibt da auch noch eine Karte mit einigen guten Plünderorten. Hey, leg das hin! Ja, hab viel Spaß mit meinem Ofen, Idioten. Walking Beefburgers Buffons. Es ist Walking Beefburgers. Jetzt hauen wir richtig rein. Was machst du nur, Hank? Du kannst doch nicht ständig solche Sachen sagen. Haha. Beeil dich. Schnell zu meinem Lieferwagen. Wie geil. Verdammt. Autsch. Du hast den Ofen auf meinen Fuß fallen lassen, Bro. Tut mir leid. Komm schon. Der Rassist hat die Karte gestohlen. Vor allem auf den Fuß, ne? Das ist eher so ein Huf gewesen. Und wieder wird gespeichert. Oh Mann. Wir haben es tatsächlich getan. Wir? Du hast überhaupt nichts getan. Du hast die verdammten, Kettle. Du hast die verdammten Rindviecher in mein Haus gebracht. Das ist genau der Grund, weswegen sie gekommen sind. Genau wegen diesen rassistischen Ausdrücken. Es war ein Unfall, okay? Oh Mann. Wir sind total erledigt. Das sage ich dir. Ich meine, hast du das Pferd heute Morgen gesehen? Es war groß, schnell und athletisch. Und er ist trotzdem gestorben. Ich werde es echt vermissen, diese Parkruns zu beobachten. And now we're in a parkrun through, you idiot, oder? I bet you at least one of us dies the first day. Jetzt sage ich das hier. Jetzt sind wir diejenigen, die durch den Park rennen, du Idiot. Nein, wir sind in einem Van. Oh, wir sind so tot. Schau! Ein verdammter Rattenzombie! Zwei von denen! Schau nicht in die Augen, oder? Was ist der Unterschied zwischen einer Ratte und einer Zombie-Ratte? Genau, mehr Rassismus, ach du Scheiße. Nee, ich sag mal, in dem Fall sage ich jetzt einfach quasi, schau ihn einfach nicht in die Augen. Das macht mich echt fertig. Beruhig dich. Wir sind in einem Van. Wir sind... bei uns ist alles in Ordnung. Wo wir gerade eben von schönen Orten reden. Schau dir das mal an. Du sollst nicht lesen und gleichzeitig fahren. Beruhig dich, Larry. Da ist überhaupt gar kein Verkehr mehr. Natürlich gibt's da einen. Wir sind der Verkehr. Was auch immer. Schau einfach ein bisschen auf die Straße, okay? Aber hör zu. Es gibt eine Werbung für diese Plündergilde. Auf der Rückseite dieser Karte. Sie sagen, sie haben Räumlichkeiten, Elektrizität und fließendes Wasser. Wow! Aber dort leben auch diese Bullen. Na und? Das ist eine ziemlich einladende Nachricht. Vielleicht lassen sie uns einfach rein. Ich bezweifle, dass diese Bullen diesen Laden schmeißen dort. Okay. Es ist auf jeden Fall besser, als in einer mit Zombie-Ratten gefluteten Stadt zu leben.
Sie haben ein Punktesystem für alles, was es so gibt. Das sieht so aus, als ob man dafür, ob man mit diesem System bezahlen würde. Ah, ich glaube, dieses System haben wir schon kennengelernt. Das ist das, was wir gerade eben am Anfang erlebt haben, ne? Mit Dingen, die man so mit sich bringt? Ja, genau. Ach, das ist es, was diese Bullen machen. Haben die nicht irgendwie etwas... steht da irgendwie drauf, wo diese Gilde ist? Nein. Dieser Teil fehlt leider. Natürlich. Es muss irgendwo in der Stadt sein. Ach, wir werden es rausfinden. Aber wir sollten ein paar Dinge plündern, damit die uns reinlassen. Damit bin ich fertig. Wir müssen wenigstens irgendetwas mitbringen. Was auch immer. Wir wissen ja nicht mal, wo es ist. Ist das ein China-Pick? War es nur ein Meerschweinchen, das da die Straße runterläuft? Ja, ist immerhin gut zu wissen, dass einige von uns kleinen Jungs es tatsächlich hier draußen überleben können. That is reassuring. Assuring, also irgendwie, das ist wiederbelebend oder sowas. Oder. Also, assuring ist normalerweise versichernd, glaube ich. Das baut mich wieder auf, sagt er, glaube ich. Obwohl, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eins von diesen richtig harten Meerschweinchen ist. Überlebt. Einfach nur mit sich selbst. Und schaut uns an. Für was wir wohl gut sind. Das ist keine blöde Frage. Für was sind wir denn gut? Larry, ich habe eine Idee. Wir sind vielleicht nicht so stark wie diese Bullen. Oder motiviert. Oder so motiviert, angetrieben von unserer Sucht wie dieser Papagei. Aber wir haben diese Walkie-Talkies in the back, also in der Hinterhand. Wir könnten sie austauschen. Für Drogen, that will make us strong and motivated. Für Drogen. Wir machen es natürlich für Drogen, die uns stark und motiviert machen. Nein! Wobei das nicht die schlechteste Idee wäre. Aber nein. Das, was mir durch den Kopf gegangen war, wenn wir dieses Meerschweinchen dazu bringen könnten, für uns zu plündern. Warum in Spots Name sollte es das tun? Weil ich ihn dazu überreden werde. Dafür bin ich gut. Jesus. Warum fährst du hier ran? Willst du ernsthaft jetzt quasi hier irgendein Tier auf der Straße fragen, ob es für uns plündert? Sir? Hallo? Das ist nicht dein Ernst. Grüße, Wanderer oder Reisende. Ich bin Hank und das hier ist Larry. Ich bin Elliot. Du siehst so aus, als ob es die Apokalypse gut mit dir gemeint hätte. Echt? Das ist das Netteste, was seit langer Zeit jemand zu mir gesagt hat. Absolut. Wie auch immer. Wir haben einen Vorschlag für dich. Wir wissen von einem Ort, den man ziemlich leicht plündern kann. Und wir können dir zeigen, wie du da hinkommst. Oh, danke. Gut, das hier ist unser Vorschlag. Du gehst da rein, plünderst die Sachen für uns. Und wir halten, wir stehen hinter für Schmiere. Du nimmst einfach nur eines dieser Walkie-Talkies und wir beobachten dich über das Fernglas und führen dich vorsichtig voran.
Also ihr wollt mir diesen Ort zeigen und mir helfen, wie man ihn plündert? Das ist ziemlich nett, aber warum macht ihr das nicht selbst? Weil wir davon beide profitieren. Wenn, nachdem du zurückgekommen bist, würden wir 35% des Loots behalten. Das klingt nach einem... That seems like a lot. Das klingt nach ziemlich viel, was ich abgeben müsste, nachdem ich es geplündert habe. Ich weiß nicht. Lass mir einfach mal das. Lass mich mal über das Wochenende darüber nachdenken. Wochenende? Okay, hör zu. Wie wäre es, wenn wir 30% behalten? Ich glaube, ich muss gehen, Jungs. Okay, wie wäre es, wenn wir einfach nur... Ich möchte ehrlich gesagt jetzt nicht unfreundlich rüberkommen. But since I'm going to be... Aber nachdem ich quasi den gefährlichen Part erledigen muss, bin ich der Meinung, ich soll 90% von dem Zeug behalten. Was? Bist du wahnsinnig? Ach, okay, dann mach's gut, Jungs. Okay, okay. Gut. Mach's wie du. Wir machen's wie du es willst. Du behältst 90%. Aber nur weil wir dich mögen. Okay, warum nicht? Neue Freunde zu machen ist in diesen Tagen sehr, sehr wichtig. Ja, total. Und das könnte lustig werden. Ich habe ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht, im Team zu plündern. Das ist heutzutage der einzige sichere Weg, um zu plündern. Oh, aber wartet. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Ja. Natürlich haben wir das vorher schon mal gemacht. Selbst als bevor die Apokalypse angefangen hat. Oder eine ganze Woche. Ich behaupte sogar schon vorher. Oh, aber wie? Ich meine, was habt ihr geplündert? Wir waren... Wir haben Tiere angeleitet. Im Militär, zu Steel Firewood, in our Role-Playing Fantasy Club. Genau. Beim Militär. Wow, echt jetzt? Ihr Typen wart beim Militär? Nein, wir hatten nur so einen kleinen militärischen Gig, also so einen kleinen militärischen Auftritt oder ja. Yeah. Ja, aber das alles hat sich erledigt, seitdem das Ganze hier angefangen hat. Wow, immerhin weiß ich, dass ich hier in sicheren Händen bin. Absolut! Und ich bin echt froh, dass ich nicht euer erstes Versuchskaninchen bin. Nee, wir würden doch dafür kein Meerschweinchen benutzen. Oh, Salatkopf. Ich hab's schon wieder gemacht. Ah, for fuck's sake, Hank. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das übersage. Das heißt sowas wie quasi, er sagt im Grunde einfach sowas wie, weiß ich, zum Teufel, Hank. Das ist so ein unglaublicher Stereotyp. Das sind verdammt harte Zeiten für Meerschweinchen. Ja, genau, weil Meerschweinchen werden ja zu Tierversuchen und so weiter verwendet, ne? Es ist okay, echt jetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt's nicht böse gemeint. Natürlich habe ich das nicht. So, wo ist dieser tolle Plünderort, von dem ihr da redet? Junge, ich kann echt nicht glauben, dass es wirklich geklappt hat. So, wo bringen wir ihn hin? Lass uns einen von diesen Orten auf der Karte mal genauer anschauen.
Die Bullen haben den Markt als potenziellen guten Plünderplatz ausgemacht. Okay, Alter. Komm rein. Alles klar. Oh. Junge, was ist mit deinem Auge passiert? Barfight. Ich habe mich um einen Idioten gekümmert. Wen denn? He's sitting next to you. I don't know. So ein dummer Verkäufertyp. Das guckt ja böse. Oh, okay. Okay. Es wird Zeit, dass wir gehen. Und das ist auch die Zeit, wo wir gehen müssen, liebe Leute. Ihr seht, das Spiel hat eine gewisse Tiefe, die immer, also die jetzt immer weiter hineingeführt wird. Wir können jetzt hier zum Beispiel da hinfahren, da gehen wir jetzt schon mal hin. Trotzdem ist jetzt hier dieser Ersteindruck, diese Impressionen dieses Spiels hier vorbei. Falls euch das Spiel gefällt, meine lieben Freunde, dann könnt ihr es auf Steam kaufen. Der Link dorthin ist unten in der Videobeschreibung. Es heißt Scheming Through the Zombie Apocalypse The Beginning. Kostet gerade mal 5 Euro. Gerade eben ist es sogar um 10% reduziert, was allerdings hier den Kohl irgendwie nicht fett macht. Und ich persönlich finde es eigentlich persönlich ganz, ganz witzig. Ich habe bloß leider nicht die Zeit, es weiter zu spielen. Wenn ihr es weiterspielen wollt, lasst es mich gerne wissen. Und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder auf meinem Kanal. Vor allem, wenn wir mal wieder uns ein Spiel anschauen. Ich werde versuchen, sowas jetzt mal häufiger zu machen. Das Spiel hat auf jeden Fall das jetzt so ein bisschen in mir wachgekitzelt. Es gibt auch ein paar andere Spiele, komplett andere Genres, sage ich jetzt mal, die ich euch zeigen könnte. Jetzt haben wir mal damit angefangen. Schreibt mir in die Kommentare unten, was ihr davon haltet. Und damit verabschiede ich mich und sage, macht's gut. Bis in naher Zukunft auf meinem Kanal. Tschüss und Ade.